Das war unhöflich, ich weiß. Aber meine Strategie ist aufgegangen. Ich kann den Raum nun in Ruhe untersuchen. Und damit herzlich willkommen zurück zu Agatha Christie Mord im Orient Express. Weil normalerweise ist es auch nicht so unfreundlich und so. The Great Gatsby, okay. Kann man aber nichts machen, so wie es aussieht. Genau wie mit dem anderen Buch. So, jetzt ist die große Frage. Hier scheint etwas zu fehlen. So völlig ohne Zusammenhang. Das ist ja toll. Vogel. Also Blatt, also so eine Rose oder sowas und Vogel. Rose, Vogel. Ah, eigentlich ist das auch eine Rose. Hallo? Wieso kann ich jetzt nichts machen? Nein, du sollst da drin bleiben. Jetzt. Rose. Vogel, Rose. Geschlossen. Blatt. Geschlossen. Also hat das anscheinend nichts mit dem zu tun, was da drüber ist. Geschlossen. Hier ist ein Blatt. Blatt, Vogel, Vogel? Nee. Moment, Moment, Moment. Aber die Frage ist, das ist das erste wahrscheinlich, ne? Rose, Blatt, Vogel. Okay. Rose, Blatt, Vogel. Geschlossen. Ach so, okay, ich dachte jetzt unten wäre der Knopf. Aha, okay, das ist das, was fehlte. Können wir das noch untersuchen? Nee. So wie es aussieht, nicht. So. Dann. Wie lange müssen wir das machen? Hallo? Also anscheinend, das wiederholt sich die ganze Zeit, das ist klar. Ich sehe aber auch nicht, wo die jetzt steht. Das ist halt das Problem. Jetzt steht die so. Die große Frage ist natürlich, wie muss die stehen? Moment. Muss die Note dann da drüber stehen? Das heißt, da müsste die quasi mit dem hochgehobenen Bein nach rechts stehen. Wenn das denn so ist, keine Ahnung. Hallo? Noch ein Stückchen zurück.
Knifflig. Bin ich ganz ehrlich? Achso, ich wollte gar nicht ganz rausgehen, aber wir können mal eben hier gucken. Ihre Ohrringe, ja, was bringt mir das? Gar nicht. Okay. Nein. Oh. Das müssen die Schlaftabletten sein, welche die Gräfin Andrenje gestern Nacht eingenommen hat. Ja, und ich würde ehrlich gesagt gerne das Rätsel jetzt noch in dieser Folge lösen. Wenn das jetzt zu lange dauert, dann mache ich da 2 Folgen raus. Überprüfe die Alibis. Ist mit der Spieluhr steht gar nicht hier drin. Ja, toll. Hier ist die Note. Da ist der Mo... Jetzt ist das schon wieder verdreht. Nur weil ich rausgegangen bin? Aber grundsätzlich scheint das richtig zu sein. Also man muss das Ganze ein bisschen drehen, damit das richtig steht. Aber ich hatte es ja eben schon richtig. Das verwirrt mich. So, die Note ist da, der Mond ist da. Das muss doch eigentlich alles richtig sein. Oh, jetzt ist das wieder verdreht. Ey, das ist so nervig. Ja, das haben wir ja schon gelöst hier oben. Weil hier ist es ja soweit richtig. Also die Note ist hier, der Mond ist hier, die Sonne ist hier, diese Stern, sage ich jetzt mal, ist hier, das ist hier. Es müsste ja alles richtig sein. Warum funktioniert das dann nicht, wenn ich auf den Knopf drücke? Ich verstehe es nicht. Ich verstehe es wirklich nicht. Unten ist es genau mittig. An den anderen Stellen ist es eigentlich auch genau mittig. Nur oben nicht so hundertprozentig. Wenn man jetzt von hier oben guckt, ist es wirklich perfekt mittig. Mond ist hier und so weiter, das ist perfekt mittig. Ich verstehe nicht, warum man das da nicht drücken kann. Also ich verstehe es wirklich nicht. Ich verstehe zwar, denke ich mir mal, wie das Ganze hier funktioniert, aber ich verstehe nicht, warum der das nicht annimmt. Soll es vielleicht gar nicht so sein? Soll es anders sein? Soll die Note genau entgegengesetzt sein vielleicht? Oder... Ich meine, ihr seht es ja, es ist oben und unten genau das gleiche Symbol. Hier ist ja auch nichts anderes.
Das andere öffnet sich auch nicht. Ich würde jetzt einfach mal gerne wissen. Ja, das haben wir schon gemacht. Ich weiß. Die Noten haben wir auch eingestellt. Ja. Oben, das ist auch richtig eingestellt. Ja, das wird mir sogar genauso angezeigt, wie ich es habe. Weil unten das mit dem 1 links ist nämlich genau das, was wir brauchen. Wenn ich jetzt auf Untersuchen gehe, dann ist das genau, steht es genau so, wie ich es auch habe. Wenn ich jetzt so gucke, da sind die 2 Noten ein bisschen darunter. 2 Noten und das in der Mitte. Mal gucken. 2 Noten und das in der Mitte. Das ist genauso perfekt eingestellt, wie es auf dem Bild auch sein soll. Aber wenn ich hier drauf drücke, passiert nichts. Ich verstehe es nicht. Ich verstehe es wirklich nicht. Das Geheimnis. Ach so, nee, das waren die anderen. Ja, ja, ja. Ich verstehe es wirklich nicht. Also das ist jetzt tatsächlich der erste Moment, wo ich mir sage, ich habe es genauso gemacht, wie ich es herausgefunden habe. Ich habe es genauso gemacht, wie ich es auch gedacht habe. Es steht hundertprozentig genauso wie auf dem Bild hier drin. Das ist das mit der Nummer 1 drauf. Da ist die Note. Hier unten, das ist sogar alles genauso eingestellt wie auf dem Bild auch. Jetzt gucke ich da noch mal eben rein. Ja gut, okay, unten diese halbe Note, die kann man da jetzt nicht sehen, aber man sieht es halt oben. Die Note ist genauso eingestellt. Und eigentlich soll es scheinbar aufleuchten, wenn man da drauf drückt, aber das macht es nicht. Oder vielleicht ist das jetzt auch nur, das weiß ich jetzt nicht, ob das jetzt aufleuchten sollte oder nicht. Und sobald ich aber da drauf drücke, passiert nichts. Also das ist, ja. Ich verstehe es wirklich nie. Ich verstehe es absolut nicht, warum das nicht funktioniert. Ich meine, die Hilfe von der Lösung, die hätte ich gar nicht gebraucht, weil das hatten wir ja alles schon so eingestellt. Nur, dass es halt eben nicht funktioniert. Ich verstehe nicht, warum das... Keine Ahnung. Ich werde jetzt hier erstmal einen kleinen Cut machen. Und, mal was machen, was ich sonst nicht machen werde. Nämlich mal gucken, ob ich irgendwo herausfinden kann, ob ich vielleicht irgendwas vergessen habe. Also ob ich da noch was reinmachen muss oder ich meine, wenn ja, wo? Also wir haben jetzt auch nichts, was wir jetzt irgendwie... Ja, wir haben gar nichts im Inventar bei ihm. Taschentuch und so weiter. Nee. Also das, ich verstehe es überhaupt nicht. Es ist genauso, wie ich es mir schon gedacht habe von der Lösung her. Es ist genauso eingestellt wie in der Lösung. Das habe ich euch ja jetzt gleich eben noch bewiesen. Ja, entweder kriege ich da noch irgendetwas heraus. Vielleicht muss ich auch vorher noch irgendwas gemacht haben, was anderes. Das weiß ich auch nicht. Wir müssen ja mit der einen zum Beispiel auch noch sprechen. Ich denke mal nicht, dass wir hier rausgehen können. Nee, das ist jetzt auch gesperrt. Also wir können auch tatsächlich nicht rausgehen, wenn wir dieses Rätsel nicht gelöst haben. Das ist ja mal richtig klasse. Und die Sachen haben wir uns schon angeguckt. Und ansonsten, bis auf das Buch, was uns ja nicht weiterhilft, haben wir hier auch nichts mehr in Abtei, was wir angucken können, benutzen können oder sonst irgendetwas. Ja. Ich verstehe es gerade wirklich nicht. Entweder stehe ich komplett auf dem Schlauch oder ich muss noch irgendetwas anderes machen. Deswegen hier erstmal ein kleiner Cut. Ich schreie gleich erstmal meine Wand an.
Ja, nachdem ich meine Wand mehrfach angeschrien habe und es noch ein paar Mal ausprobiert habe, ist leider nichts passiert. Daraufhin habe ich mal ein bisschen gegoogelt und etwas Interessantes entdeckt. Nicht, dass ich hier dauernd hängen bleibe mittlerweile im Spiel. Ich weiß nicht, was das dauernd ist. Wenn ich mich bewege, dass ich neuerdings Aussetzer habe. Hallo, du sollst einfach nur nach unten gucken. So. Ich habe herausgefunden, dass diese Hinweise, die ich extra freigelegt habe, um das anzuschauen, weil man sieht ja hier ganz deutlich, dass laut dem Hinweis die Note unten sein muss. Also genau da, wo ich die jetzt stehen habe. Der Hinweis ist aber falsch. Also anscheinend. Ich habe zumindest gesehen, wie beziehungsweise gelesen, wie jemand es anders gemacht hat. Entsprechend werde ich das Ganze jetzt mal eben umstellen. Und zwar wurde bei dem der Saturn nach vorne gestellt. Der ist ungefähr... Ist das so? Ja, da muss ich mal eben gucken. Kann ich hier... Ja, das ist die Note. Das heißt, das Knie muss ungefähr vorne sein. So, jetzt wollen wir mal schauen, ob das jetzt funktioniert. Ich raste sonst aus. Ja, so ungefähr. Ich falle wirklich vom Glauben ab. Also, ich meine, ihr habt es mit mir gesehen in der letzten Folge, dass was richtig logisch war, ich das so gemacht habe, wie unten diese Zeichen sind. Die Note ist unten direkt vorne. Ich kann jetzt gerade nicht mehr dahin switchen. Selbst in der Lösung, und ich will die eigentlich gar nicht anklicken, aber ich war halt völlig verzweifelt in dem Moment. Selbst in der Lösung steht, dass das richtig ist, dass die Note nach vorne muss. Und es funktioniert aber nur mit dem Saturn. Also ganz ehrlich, ich verstehe es nicht. Ich verstehe auch gerade nicht, warum das jetzt nicht geht. Muss ich die jetzt nochmal drehen? Ah. Also, ganz ehrlich. Eine Gravur in kyrillischer Schrift. Vermutlich russisch. Die aussieht wie ein Vorname. Sieht aber auch ein bisschen spiegelverkehrt irgendwie aus, oder? Ist das mein einziger Hinweis? Nee, Moment. Ah. Für meine wunderschönen Mädchen Elena und Sonja. Helena mit einem H. Okay. Das ist die Gräfin Andrenji mit einem älteren Mädchen. Fuero! Schämen Sie sich nicht! Monsieur, ich fürchte, dass Scham keine besonders hilfreiche Emotion für einen Detektiv ist, der versucht, die Wahrheit aufzudecken. Was tun Sie in unserem Abteil? Ich ermittle in einem Mordfall, Graf Andrenji. Meine Frau ist krank! Verzeihen Sie, Monsieur, aber Ihre Frau schien bei bester Gesundheit zu sein, als sie den Raum auf der Suche nach Ihnen verließ. Es tut mir leid, aber ich musste Ihr Abteil durchsuchen. Das werden Sie bereuen, Poirot! Aber bitte, Graf, Sie wollen mich doch nicht zu einem Duell herausfordern, oder? Gräfin, ich fürchte, ich habe mir erlaubt, Ihre kleine Spieluhr zu untersuchen. Wie können Sie es wagen? Die Nachricht in dem Medaillon war an Sie gerichtet und an Sonja. Sonja Armstrong, Ihre ältere Schwester? Die Mutter von Daisy, dem ermordeten Kind? Ich bin ein ungarischer Diplomat. Sie haben hier keine offizielle Befugnis. Sie haben kein Recht auf eine Durchsuchung. Nein, Rudolf, lass mich sprechen. Es hat keinen Zweck zu leugnen, was dieser Gentleman sagt. Ich bin Helena Goldenberg, die Schwester von Sonja Armstrong. Und Daisy war in der Tat meine Nichte. Die Spieluhr ist ein Geschenk der Patentante meiner Schwester, einer sehr engen Freundin meiner Mutter.
Wir haben die Wahrheit vor Ihnen verheimlicht, als wir erfuhren, dass der Mann, der gestern Nacht ermordet wurde, die Person war, die meine Familie zerstört hat. Ich geriet in Panik. Ich wollte nicht verdächtigt werden. Aus diesem Grund haben Sie auch wegen des H in Ihrem Vornamen gelogen? Genau. Ihre Jagd nach dem H ist offensichtlich Teil Ihrer Ermittlungen. Wenn ich ein Taschentuch in Monsieur Ratchets Raum gefunden hätte, das mit einem H bestickt ist, ließe das vermuten, dass Sie dort gewesen sind. Ein Taschentuch? Ich besitze keine Taschentücher, die mit meinen Initialen bestickt sind. Um ehrlich zu sein, klingt das für mich fürchterlich altmodisch. Ich gebe Ihnen mein Ehrenwort, dass Helena letzte Nacht zu keinem Zeitpunkt ihr Abteil verlassen hat. Meine Frau sagt Ihnen die Wahrheit, Poirot. Das hoffe ich. Ich lasse Sie jetzt ausruhen. Die Angelegenheit mit dem H auf dem Taschentuch muss noch aufgeklärt werden, aber zuerst sollte ich die Inschrift auf der Rückseite des Medaillons überprüfen. Da das russisch war, nehme ich mal an, dass die eine mir weiterhelfen kann. Es ist nur die Frage, wo hat die jetzt genau gesessen? Und ja, sie sitzt noch da. Kann mir aber ich sonst noch irgendwie helfen, Herr Poirot? Nein. Sie war auch nicht die Russin. Moment, wer ihre Freundin war doch die Russin, oder? Nutze seine Russischkenntnisse. Wollt ihr mich veräppeln? Ich habe fast keine Russischkenntnisse. Ich kann das ganz gut aussprechen, aber ich vergesse immer wieder, was die Wörter bedeuten, wenn ich ehrlich bin. Ich würde jetzt sagen Helena, aber dafür ist, glaube ich, ein Buchstabe zu viel, oder? Moment, oder sind das die Buchstaben? Ist das dann ein T? Nee, oder? Natalie. Wir haben kein E. Ja, machen wir Natalia draus. Ich muss zugeben, dass ich dieses Mal nicht richtig liege. Ja, keine Ahnung. Also ich weiß nicht, ob diese oberen Buchstaben, ob das jetzt ein bisschen was mit den Buchstaben da oben, also die hier drüber stehen, ob die was mit diesen Zeichen da oben zu tun haben sollen. Ich meine, das würde ich jetzt auch nicht unbedingt sagen. Moment, das wäre doch... jetzt habe ich das wieder versaut. Moment, da war doch noch ein L eben, ne? Natalia. Natalia? Könnte es sich um Natalia Dragomirov handeln? Sie ist die einzige russische Passagierin im Zug. Noch dazu beginnt ihr Vorname zufällig mit dem kyrillischen Buchstaben N, der aussieht wie ein H. Das ist die richtige Antwort. Okay. Ach, ist Daisys Patin. Ich habe mich gerade verlesen. Okay. Wir konnten es selber lösen. Das ist schön. Es war halt nur die Schreibweise von Natalia. Was ist denn heute los? Liegt das an dem Controller oder? Der bleibt immer wieder stehen und dann kann ich den auf einmal nicht mehr bewegen. Das habe ich die ganze Zeit nicht gehabt. Das ist nicht... Moment, wo ist sie denn überhaupt drin? Zimmer 107. Ach, die ist gar nicht in der ersten Klasse. Okay. Warum reist die als Prinzessin nicht in der ersten Klasse?
Hier. Ich kann gerade niemanden empfangen. Kommen Sie später wieder. Es tut mir leid, Madame, aber ein Mann ist ermordet worden. Ich muss Ihnen ein paar Fragen stellen. Sie müssen mich missverstanden haben. Ich kann gerade nicht mit Ihnen sprechen. Madame, ich weiß, dass Sonja Armstrong Ihre Patentochter ist. Kommen Sie bitte herein. Bitte verzeihen Sie die Störung, Madame, aber ich muss Ihnen dringend ein paar Fragen stellen. Dann fragen Sie. Ich werde antworten, wenn ich will. Wir wurden uns noch nicht offiziell vorgestellt, aber ich konnte Sie schon einige Male beobachten, so dass ich bereits einige Dinge über Sie herauslesen kann. Also, sie ist Russin, das wissen wir, das hat sie, glaube ich, selber mal gesagt. Ja, meinen die jetzt mit Politikerin? Sie ist doch Prinzessin, oder nicht? Meinen die das jetzt damit? Also wie 26 sieht sie definitiv nicht aus. Aufgrund des Halses und der Falten würde ich mal eher sagen 85. Ich muss zugeben, dass ich dieses Mal nicht... Die ist doch nicht 51, oder? Denk nach, Poirot. Moment. Leiterin einer Oper, eines Museums? Das bin ich mir jetzt... Sie hatte da mal was gesagt. Nee, aber nicht von der Oper. Wenn, dann vom Museum, oder? Ah, ja, ja. Dann doch. Ich liege schon wieder richtig. Das passiert mir häufig. Beginnen wir mit der Mordnacht. Was haben Sie gestern Abend gemacht? Ich bin gleich nach dem Abendessen ins Bett gegangen. Ich habe bis 23 Uhr gelesen und habe dann versucht zu schlafen. Später bin ich aufgewacht. Warum sind Sie aufgewacht? Ich leide an Rückenschmerzen, die Folgen eines hohen Alters, welches mit einem aktiven Leben kollidiert. Ich rief Schmidt gegen 0.45 Uhr für eine Massage zu mir. Sie hat mich massiert, bis ich eingeschlafen bin. Wie lange war sie bei Ihnen? Eine gute Stunde, würde ich sagen. Ich verstehe. Okay, also eine Stunde... hatte sie auf jeden Fall vorhin auch gesagt. Wann genau, bin ich ganz ehrlich, weiß ich jetzt nicht mehr. Ob die jetzt gesagt hatte, gegen 0.45 Uhr oder so, oder ob sie gar nichts gesagt hatte. Aber es stimmt auf jeden Fall ungefähr eine gute Stunde und so weiter. Das ist richtig. Der erste Buchstabe ihres Vornamens, Natalia, sieht im kyrillischen Alphabet genauso aus wie der Buchstabe H. des lateinischen Alphabets. Ich bin Russin, Monsieur Poirot. Und ich war jahrzehntelang die Leiterin eines Museums für Antiquitäten in St. Petersburg, bis ich kürzlich nach Berlin gezogen bin. Kyrillisch ist mir vertraut. Dieses Taschentuch gehört Ihnen, nicht wahr? Ja, in der Tat. Ich habe es verloren. Es wurde in Monsieur Retschitz Abteil gefunden. Können Sie mir erklären, warum Mademoiselle Schmidt das Taschentuch nicht identifizieren konnte? Sie muss gewusst haben, dass es Ihnen gehört. Möglicherweise, um mich zu schützen. Sie ist sehr loyal. Ihre nächste Frage wird lauten, wie kommt es, dass mein Taschentuch neben der Leiche eines ermordeten Mannes liegt? Meine Antwort darauf ist, dass ich keine Ahnung habe. Das ist keine Antwort, Madame. Das ist alles, was ich Ihnen sagen kann. Jeden Fall ist sie sehr selbstbewusst. Ich muss gestehen, Prinzessin Dragomirov, dass ich etwas Erstaunliches entdeckt habe. Und das ist? Sie sind Sonja Armstrongs Patin. Bei Ihnen klingt das wie eine Enthüllung. Ich habe diese Tatsache nie verheimlicht, Monsieur. Dann kannten Sie Colonel Armstrong gut? Nur flüchtig. Aber seine Frau, Sonja Armstrong, war meine Patentochter. Ich hatte ein freundschaftliches Verhältnis zu ihrer Mutter, der Schauspielerin Linda Arden. Linda Arden war ein Genie. Eine der größten Darstellerinnen ihrer Zeit. Ich habe nicht nur ihre Kunst bewundert,
Ich war ihre Freundin. Das mag sein, aber das verbindet sie auch mit dem Fall der Armstrong-Entführung. Elena Andreni ist die Schwester von Sonja Armstrong, der verstorbenen Mutter von Daisy Armstrong, die von eben jenem Mann entführt und getötet wurde, der in diesem Zug ermordet wurde. Ratchet. Tatsächlich. Das war er. Dann wurde der Gerechtigkeit endlich Genüge getan. Erlauben Sie mir eine Zusammenfassung. Habe ich eine Wahl? Der erste Zufall, wenn man es so nennen mag. Sie stehen der Familie Armstrong nahe und der mutmaßliche Mörder von Daisy Armstrong wurde umgebracht, während Sie an Bord desselben Zuges waren. Zweiter Zufall. Ihr Taschentuch wird am Fuß des Bettes des Opfers gefunden. Dritter Zufall. Eine der Stichwunden an der Leiche stammt von einer linksendigen Person. Sie sind Linksenderin. Das sind ziemlich viele Zufälle, Prinzessin Dragomirov. Nun, Monsieur Poirot, nennen Sie es Schicksal. Wenn Sie der Polizei Ihre Zufälle schildern, werden die Sie auslachen. Eine Frau meines Alters und meiner Gebrechlichkeit soll einen Mann gewalttätig ermordet haben? Und wie viele potenzielle Zeugen wird es geben, die mich mitten in der Nacht wie Lady Macbeth über den Gang haben tappern sehen? Das stimmt, Prinzessin. Sie hätte nicht alleine arbeiten können. Was bedeutet, dass Sie einen oder mehrere Komplizen haben und es nur eine Frage der Zeit ist, bis ich herausfinde, wer diese sind? Ich würde es begrüßen, wenn Sie sich aus meinen Räumlichkeiten entfernen würden. Mitsamt Ihrer verrückten Fantasien. So, so. Schön, dass du das begrüßen würdest, aber ich werde es noch nicht tun. Gesundheit. Ach nee, da ist ein Vogel drunter, ne? Nehme ich mal an. Ich dachte zuerst, die Alte hat das gesagt. Okay. Dieses Bild hier fasziniert mich und ich hatte gleichzeitig ein bisschen Angst davor, dass das ein Rätsel werden wird. Vielleicht wird es noch ein Rätsel, ich weiß es nicht. Tja, können wir hier schon mal irgendwas machen? Überprüfe die Alibis, überprüfe die bekannten Alibis. Da ist nichts von bekannt. da ist zum Beispiel die Prinzessin nicht drin. Und die, das ist das Einzige, was ich jetzt sagen kann, das ist in Ordnung. Weil die Alibis übereinstimmen. Überprüfe die neuen Alibis. Sie und ihr Mann war ein Alibi. Sie, genau, das war die Schmidt, genau, sie und der. Und dieser, der hat gesagt, mit den Zahnschmerzen-Typ, also mit dem da oben, das heißt, der muss automatisch mit dem. Das war einfach. Okay. Habe ich das schon mal? Bin ich doch schon mal froh drüber. Erstatte Bugbericht. Okay, das können wir noch machen. Ich sollte die Alibis der bereits befragten Personen durchgehen. Das hier ist was ich nicht so ganz verstehe. Weil da müsste ich doch eigentlich dann nochmal mit denen sprechen. Aber die lassen mich ja irgendwie nicht mit denen sprechen. Kann natürlich sein, dass das jetzt kommt, wenn ich mit Bug geredet habe. Da werden wir jetzt nochmal ganz kurz hingehen. Vielen Dank für dein Like. Wenn du mehr davon sehen möchtest, dann darfst du mich auch gerne abonnieren.